Ja Mensch, herzlich willkommen zurück bei The Elder Scrolls Total War. Jawohl, dieses Projekt habe ich auch noch, fiel mir gerade so auf, vor 2 Monaten der letzte Part hochgeladen worden. Naja, ihr kennt mich, ihr liebt mich, es ist nicht ganz so einfach bei mir. Naja, aber jetzt haben wir ja hier wieder einen Part an der Angel sozusagen. Von daher kann man sich darauf auch irgendwie einlassen oder freuen oder was auch immer. Ich weiß gar nicht mehr, weil das jetzt schon 2 Monate her ist, was wir hier so alles getrieben haben. Die Karte des Rumtreibers hat mir leider auch nicht dabei geholfen, um jetzt wieder einen guten oder nicht ganz so guten Wortspielwitz rauszuhauen. Lassen wir das. So, hier bauen wir einfach mal eine Farming-Dings-Zeug und hier bauen wir nix. Da machst du nix. So, sind meine komischen Merchants schon mal alle da? Nein, sind sie nicht. Die brauchen noch ein wenig. Also der braucht nicht mehr, der aber noch und der auch noch. Aber dann kriegen wir Geld. Dann kriegen wir richtig Geld. Oh, das glaubst du gar nicht. Und wir haben jetzt ein bisschen Geld und gehen einfach mal eine Runde weiter. Ich weiß nicht, was wir noch machen. Ach, was? Sieh an. The Clan of Crowned greift uns an. Das macht die ganze Sache ja schon mal sehr unterhaltsam. Mal sehen, was der für eine Armee hat. Bestimmt eine riesen, fette Drecksarmee. Damit wir Fort Dingsbums gar nicht mal halten können. New Mission. Target. Was sollen wir machen? Source. You will receive this regal frontier to our enemies, but it's unmanned and vulnerable. Oh ja, ist ja gut. So. Diplomatic Informations. The following factions are now at war with each other. Ja, hier. Einfach mich angreifen hier. Salomon besieged. Die Armee geht ja noch. Ist ja gar nicht so groß, wie ich die gedacht hätte. The Clan of the Crowned. Sind die hier, ne? Ja, tatsächlich. Das ist ja interessant, dass unsere Grenzen jetzt attackiert werden. Ja, mein Kaiser. Komm und face the might of the Reich, Coward. Gebe ich diese Stadt auf oder möchte ich sie mir unbedingt halten mit einer Armee? Wäre natürlich gut, wenn wir sie halten würden, ne? Ist natürlich gefährlich, wenn wir sie jetzt dafür diese Stadt unbemannt lassen, aber wir haben ja noch andere Städte in der Rückhand, wo wir uns noch darauf verlassen können, dass da Einheiten ausgebildet werden können. Deswegen machen wir das jetzt hier nochmal. Wir können nicht zulassen, dass die Säcke einfach in unser Land reinmarschieren und uns da ohne Probleme irgendwas wegnehmen können. So einfach ist das ja nun nicht, ne? Das wird ein Nachspiel haben, meine Freunde. Das wird... Wenn ihr das Echo ertragen könnt, ne? Wenn ihr das Echo ertragen könnt, dann greift uns ruhig an. Ist ja alles gut hier. Aber erwartet nicht, dass wir euch freundlich gegenübertreten. Warte mal. Redguard Castle. Welcher Clan hat uns jetzt eigentlich angegriffen? Warte mal. Der Diplomacy... Redoran, die Untoten und die Crowned. Na gut, das ist ja nicht schlimm. Haben wir ja nichts gegen jetzt unbedingt. Gut, wahrscheinlich hilft das gar nichts, dass die jetzt da stehen. Andersrum würde es auch nichts bringen. Gut, toll, super. Hat sich gelohnt, die Armee da rauszuziehen. Wunderbar. Top. Naja. Auf dem Arsch fallen alle. Dann müssen wir die halt gleich direkt zurückerobern. Der Kranz hier oben ist abgeblasen, Jungs. Wir marschieren nach Süden. Wir haben ein neues Ziel. Können hier an den Grenzen leider... Ach, wir kommen da so schlecht ran, ne? Ah, weil hier so ein verkackter Wald ist, so. Und dann müssen wir hier einmal außen rum und dann können wir runter. Oder wir gehen hier runter und dann müssen wir hier... Das ist doch alles kacke hier. Mann.
Naja, aber wir haben damit schon mal gesehen. Wer uns nicht mag, das macht es ein bisschen einfacher zu sehen, wo man denn als nächstes hinmarschiert. Wenn man den Redoranern nicht weitermachen möchte. For the Reich. Let's attack these bastards. Oh, do not. No, warte mal. Was haben die denn für Einheiten? Ein paar Bogenschützen, ne? Das war blöd. Ich dachte, die wären in Reichweite von Dings. Naja, scheiße. Das haben wir jetzt super gelöst. Kämpfen wir mal. Da müssen wir wohl oder übel kämpfen. Mal sehen, ob sich der Feind in der Ecke verschanzt oder nicht. Aber wir haben Artillerie. Mal sehen, da wird er nicht lange rumstehen. Außer das Schlachtfeld ist gut. Kann natürlich auch passieren. Es ist ein scheiß Schlachtfeld. Weil ich hier wieder nichts sehen werde. I can't see anything. Und außerdem buggt das Ganze hier so ein bisschen rum. Dass das nicht einwandfrei läuft, wissen wir ja schon. So, Skyrim Archers, Archers. Wo stehen die? Da stehen die. Start Battle. Ich sehe den Feind nicht. Marschiert er auf uns zu? Könnte passieren. Sieht so aus. Ist aber nicht gerade einfach hier zu kämpfen. Gut, merken wir uns fürs nächste Mal. Nie normal im Wald kämpfen. Zumal ein Teil des Waldes immer wegploppt und dann wieder auftaucht. Jetzt sieht dann noch nicht mal schön aus. Es sieht so aus, als wäre das eine freie Fläche, ne? Aber dann ploppt da der Wald wieder auf. Wir haben ein ganz schönes Eigentor gerade gelegt mit dieser Aktion, das hätte ich mal unterlassen sollen. Das ist Millimeterarbeit hier. Dann können die Belagerungswaffen schießen. Ganz kleines Stückchen da vorne, bitte. Ein ganz kleines Stückchen. Noch so ein Müh. Oh, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Wir können auch getroffen. Wir werden getroffen. Ich sehe nicht von wo, aber wir werden getroffen. Archer Militia. Die Bogenschützen beschießen sich. Schieß zurück. Ich sehe sie nicht. Ach, da sind sie. Ah. Da sind sie. Die Säcke. Gut. Auch wenn ich meine Truppen nicht sehe, wir müssen nach vorne. Sonst werden wir zusammengeschossen, wie nichts Gutes. Vorwärts! Unsere Bogenschützen werden ja schon zusammengeschossen, wie nichts Gutes hier. Das ist ja abnormal. Wo ist meine Kavallerie? Hier irgendwo hinten. Gut. Vorwärts! Marsch! So, Bogenschützen bitte mal in die lose Formation aufstellen. Ich sehe nichts. Das erinnert mich jetzt hier gerade so leicht an Third Age Total War. Da habe ich auch nichts gesehen.
Eine gut gestellte Falle vom Feind. Denn in einem Terrain, wo man nichts sehen kann, kann man auch nicht gut kämpfen, sagte damals schon der großartige Sun Kalimo. Holt euch die Speermilitia. Was eine räudige Schlacht. Ich sehe nichts. Ich sehe noch nicht mal meine eigenen Leute. Das ist doch ranzig hier. Was ist denn da los? Ich weiß nur, dass wir hier die Bogenschützen irgendwie erwischt haben, scheinbar. Jawohl. Hammer. Und dass hier so ein paar Leute rumlaufen. Meine Speerträger sind nicht unbedingt die großartigsten, wenn es darum geht, in den Nahkampf zu gehen. Deswegen lassen wir die nochmal zurückstehen. Stecken. Bogenschützen können sich wiederum sehr weit nach vorne wagen mittlerweile. Die unterstützt mit denen hier. Und da kommt wieder der schöne Soundtrack. Jetzt wissen wir aber, wie man sich damals gefühlt hat. Im Krieg. Ganz schön kacke. Wenn man nicht gesehen hat, wo man hin muss. So, jetzt holen wir uns die Archer-Militia mit den Reitern. Jawoll! Damit kriegen wir nochmal hier richtig schön die Boosts rein. Bogenschützen schießen bitte nicht. Ach, ist das schön. Wunderprächtig. Hummer sie, Jungs. Hummer sie uns. Hummer sie. Hummer sie, Simpson. Schön, wenn das Spiel kurz stehen bleibt und die Musik halt auch kurz hakt. Wunderbar. Holen wir uns die Archer Militia lieber. Ist viel wichtiger. Scheiß Bogenschützen hier. Weg mit euch. Oh ne, da ist nur einer. Im Zweifel hinter denen her, aber wir haben, glaube ich, alle aufgeschreckt, wie wir aufschrecken konnten. Oh nein, da laufen noch fünf. Die wir mit der Reiterei vielleicht noch erwischen. Ja, dann wird noch was. Weg mit euch. Da ist noch einer. Weg mit dir.
Und hier hinten ist ein einziger noch scheinbar. Nein! Sie sind dran vorbeigelaufen und ich habe nicht getroffen. Los! Ist nicht euer Ernst jetzt hier! Sie lassen ihn überleben, ich fasse es nicht. But there's one day fear. Dragonborn! Fußroger! 126 Mann verloren, das ist sehr, sehr gemach oder gemächlich für diese Schlacht. Ich hätte gedacht, da verliere ich wesentlich mehr Leute. Von daher ist das ganz gut. Ist ein bisschen Erfahrungscatching für meine Leute. Von daher wunderbar. Können wir hier Leute ausbilden? Nein. Na komm, bauen wir so eine Magiergilde. Ist mir doch egal. Das Ding kriegen wir hier sowieso nicht befriedet. Das holen sich wahrscheinlich die Redoraner gleich wieder. Und ja, mir läuft jetzt in dieser Runde nicht. Wir werden wahrscheinlich gleich angegriffen. Ja, war klar. Also so gut ich mich kenne, da brauchen wir gar nicht erstmal versuchen. Clear Defeat. Ein Mann verloren. Gut. Wenn wir gleich die Stadt belagern, wieder direkt im Anschluss. Fort Sunguard hier, ihr Wichser. Ihr kleinen dreckigen Schweine. Ihr Rebellen marschieren, wisst? Mission expired. It's too late. The settlement is lost. It cannot long be reinforced by our troops. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Sollen wir holen? Ach so, die sind zusammengebrochen. Na, Band. Ach so, ein paar Leute sind da jetzt drin. Okay, gut. Belagern wir direkt wieder. So. Gut, unsere Grenzen sind schwach. Aber unsere Gegner schwächer. Ich habe Angst vor den Rebellen. Bestimmt irgendwo hier im Gebüsch rumgammeln und darauf warten, dass ich da reinlaufe. Ich kenn die doch. Ich kenn die doch. So, aber wenn das so ist, können wir eigentlich einen Teil meiner Armee mal hier abziehen. Tatsächlich mal Richtung Süden schicken. Das dauert ja nicht so lange in diesem Spiel hier. Solitude. Und da, ja. Die guten Leute ausgebildet. Die guten. Kackspasten. Karthbasten. Also, klingt fast gleich. Wenn die mich nicht gleich direkt zurück angreifen. Ich könnte es mir vorstellen. Ich könnte es mir gut vorstellen. So, City Watch. Kommt als nächstes in die Baurolle. In die Baurolle? In die Baupläne. Ballista Range. Eigentlich brauche ich keine Ballista Range. Stelle können wir da bauen. Ansonsten nix. Gut, gut, gut. Bin mal gespannt, was die jetzt hier machen. Ach, sie ploppen mit einer neuen Armee auf. Und gehen mir jetzt böse, glaube ich.
Ja, es kann passieren, dass sie mir böse geben. Oha, weil die Leute sehen zwar albern aus, sind aber recht stark, soweit ich das einschätze. Und wenn das nicht genug wäre, dass eine Armee schon so gut ist, da ist auch eine zweite mit bei. Damit beschäftige ich mich jetzt aber nicht, sondern ich speichere den Spielstand mal ab und beende den Part, würde ich sagen. Also, das wäre es für den Part von The Elder Scrolls Total War. Ich würde mir mal sagen, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.